Pappbecher. Ich weiß ja nicht, wann ich das letzte Mal einen Pappbecher benutzt habe. Das ist ja nicht nur ein Verbrechen an der Umwelt. Nee, der Kaffee schmeckt doch einfach scheiße. Ja, stimmt. Machst du mir einen Flatbread mit Hafermilch? Laktose nicht in diesem Körper. Ja, mach den ruhig in den Mehrwerk-Bambusbecher. Der Espresso, ja. Der ist okay hier. Aber das ist echt kein Vergleich zu dem Kaffee in Guatemala. Hey. Geiler Typ, oder? Sieht gut aus. Umweltbewusst und benutzt einen Bambusbecher. Ich glaube, es ist Zeit für... Heute Konsum. Kapitel 1. Pappbecher sind voll Asi. Ich rette die Welt mit dem Mehrwegbecher. In Deutschland werden jedes Jahr fast 3 Milliarden Einwegbecher verkauft. Das sind 320.000 pro Stunde. Das ist doch totaler Wahnsinn. Eben deshalb auch Mehrweg. Ja, Bambusbecher. Mehrweg gut, Becher gut, nicht gut. Gut. Gucci, 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 gut gemacht. Fast. Denn das Problem ist nicht der Becher, sondern der Kaffee. Was war das, Cappuccino? Hm? Nee, das war ein Flat White. Der hat weniger Milch und dafür ein Double Shot. Ja, gut, dass du das gemacht. Hä? Komm hier holen. Geh holen. Gottverdammte Hipster. Für die Herstellung von nur einem Kilo Röstkaffee braucht man beim Anbau und beim Waschen der Bohnen 21.000 Liter Wasser. Und das in Ländern, die eh nicht viel Wasser haben. 140 Liter für einen Becher Kaffee. Nein, das ist kein normaler Kaffee. Das ist ein Flat White. Er hat weniger Milch und... Ein Double Shot. Ich weiß, du hast nicht nur einen CO2, du hast auch einen Wasserfußabdruck. Zum Vergleich. Ein Kilo Baumwolle verbraucht 11.000 Liter Wasser. Ein Ei, 200 Liter. Ein Liter Bier, 300 Liter Wasser. Das ist ja quasi nichts. Und deswegen trinke ich morgens nur noch Bier. Der Umwelt zuliebe. Prost. Gut, aber ey, echt supi, dein Mehrwegbecher. Hm? Willst du einen Schluck? Kapitel 2. Plastiktüten, buh! Hier, alles Papier. Ganz ehrlich, ich meine, wer heute noch irgendwas in Plastiktüten kauft, der ist doch echt voll der Assi. Ne? Ich meine, der kann es auch gleich Delfinen hinrichten. Natürlich sind Plastiktüten scheiße. Buh! Aber Einwegpapiertüten sind auch nicht viel besser, mein Freund. Nein. Damit die Dinger mit so schweren Sachen wie Flaschenmilch, Himalaya-Salz und Chiasamen nicht reißen, braucht man sehr lange und sehr feste Feldstofffasern. Das braucht wieder viel Wasser, Energie und Chemikalien. Ja gut, aber ich meine... Die Ökobilanz der Einwegpapiertüte ist auch nicht viel besser als die der Plastiktüte. Nein! Aber jetzt Obst, ja? Das kaufe ich nur noch unverpackt. Der Verbrauch von klassischen Plastiktüten hat sich in den letzten 2 Jahren zwar halbiert, aber von diesen Hemdchenbeuteln benutzen wir immer noch pro Jahr über 3 Milliarden Stück. So, jetzt mal ganz ehrlich. Chiasamen. Sorry. Nee. Oh, sorry. Nee, mach das jetzt nicht. Eine Sache ist die gute alte Plastiktüte immer noch richtig gut. Und zwar als... Sorry. Als Kopftüte. Kapitel 3. Die Generation Online rettet die Welt. Kaffee, Plastik, das ist alles Pillepalle gegen die wahren Probleme in der Welt. Hier, guck. Petition gegen Kinderarbeit in afrikanischen Sweatshops. Ein Klick, schon unterschrieben und wieder mal online ein gutes Werk getan. Aber zum Online-Gehen brauchen wir Strom und jede Menge komplizierte Technik. Darf ich mir ganz kurz Ihr Smartphone leihen? Wenn wir ein beliebiges Smartphone ganz, ganz vorsichtig öffnen. Hoch! Und darin finden wir Lithium, Coltan, Kobalt und Gold. Allein 30 verschiedene Metalle. Yeah. Hallo und herzlich willkommen bei Fibotours. Urlaub machen, wo die Rohstoffe für Ihr Handy herkommen. Warum nicht mal in den schönen Kongo reisen? Schauen Sie zu, wie Kobalt für Ihr
leeren Akku mit bloßen Händen aus der Erde gekratzt wird und wo noch nie jemand etwas von Arbeitsrechten gehört hat. Oder, fliegen Sie doch mal nach Chile, wo durch den Abbau von Lithium der Grundwasserspiegel sinkt, sodass den Bauern die Felder verdurren. Buchen Sie gleich online. Also nicht jedes Jahr das neueste Handymodell kaufen, das bringt auf jeden Fall mehr als Petitionen zu unterschreiben. Was? Sorry, ich schaue gerade die neue Staffel von Family Guy. Außerdem, früher bin ich zum Shoppen mit dem Auto in die Stadt gefahren. Heute mache ich das alles online. Das spart Energie und der Strom für das Laptop ist 100% Windkraft. Buja! Bu nein! Die Hälfte aller Menschen, 3,7 Milliarden, sind mittlerweile online. Wäre das Internet ein Land, es hätte den sechstgrößten Energieverbrauch der Welt. Der Bedarf von Cloud-Speichern, Rechenzentren, Servern, Netzwerktechnik und so weiter liegt geschätzt bei 12 Milliarden Kilowattstunden. Klimafreundlicher wäre es, weniger online zu sein. Weniger online? Klar. Ja, weniger. Also gar nicht anders. Lass das doch hier. Niemals! Ach, komm her! Komm her! Lass das los! Wenn ihr auch weniger online sein wollt, dann schreibt es doch unten in die Kommentare. Lass los! Loslassen? Lass los! Lass los! Okay. Ja! Na, die Wahrheit tut weh, hä? Fühlt ihr euch schlecht? Gut so. Wisst ihr, wie ihr euch noch viel schlechter fühlt, indem ihr die nächste Folge verpasst? Ja. Oder ihr abonniert einfach diesen Kanal, dann passiert das nicht. Nein.